So, der Döner mit Nutella und Nudossi. Käse überbacken, Sandwich Maker mit Nutella. So, Freunde, was geht? Bei mir gibt es so einiges und zwar schon wieder, wenn sind die in der Hunde wieder drauf und ich in der Rede. Hallo, hört mal auf jetzt hier, jetzt bin ich in der Rede. Hallo. So, heute machen wir die nächste Challenge und zwar alles mit Aufstrichen von Nutella bis Aromatine, bis Schokomack, bis Weißschokolade und bis Nudossi, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Döner essen oder Pommes mit Nutella über Käse überbacken. Ich werde verschiedene Variationen essen und danach natürlich dann ein Feedback geben, wie viele Punkte ich gebe, von 1 bis 10 die Skala. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Peace jetzt hier mit Nudossi an und einem Döner. Ist Hähnchenfleisch und ich nehme jetzt hier Nudossi, weil es halt echt mega cremig ist. Bin echt gespannt. So. Okay, Leute. Also Nudossi so schmeckt schon mega geil. Also erstmal schön die Nudossi einschmelzen in den heißen Fleisch des Döners und werde dann noch andere Mahlzeiten machen. Da werde ich die alle auf einmal essen. Als nächstes Sandwich Maker mit Käse und Nutella. Bin mal echt gespannt. Bin gespannt. Bin gespannt. Natürlich lasse ich mir die Schlumpen und hab richtig viel drauf getan. Ungefähr 60 Gramm pro Aufstrich. Ja, Mann. Bin gespannt. Und natürlich jetzt eine Scheibe Käse bei beiden. So, der Döner mit Nutella und Nudossi. Käse überbacken. Sandwich Maker. Mit Nutella. Hier habe ich jetzt drinne Schokomack. Käsebrötchen nochmal im Backofen getan. Hier ist nochmal das gleiche Sandwich Maker. Diesen Käse hier habe ich mir gegönnt. Pro Toast eine Scheibe. Bin gespannt, Leute. So, Freunde, wir beginnen jetzt erstmal mit dem Döner und dem Nudossi. Tschüss. Ist auch Fleisch runtergefallen. Ich will euch schon ganz essen, ne Leute? Also, ich muss sagen, das schmeckt echt gut. Also ich gebe dem ganzen, also das ist jetzt Hähnchendöner, nur Hähnchendöner, glaube Fleisch, mit Nudossi 7 von 10 Punkte, kann man auf jeden Fall machen, muss man nicht, aber kann man auf jeden Fall machen. Aber natürlich schmeckt eine Tzatziki und Co. besser. Aber kann man auf jeden Fall essen. So, Döner aufgesogen. Jetzt kommen wir zum Käsebrötchen, was ich schon mal extra im Ofen getan habe und richtig viel Aufschnitt gemacht habe mit Butter und nochmal drinnen nochmal Käse reingetan habe. Ich kann mir vorstellen, dass das Käsebrötchen mit Nutella natürlich extra mega geil schmeckt. Extrem eigentlich, extra extrem geil schmeckt. Und ich hole es an, ein bisschen leiser. So. Boah. Ich muss auch machen, Mary. Ja. Gut. Da hatte der Amazon-Typ Angst vor unseren Hunden. So, also wenn es um Brötchen geht und Nutella, ich habe jetzt hier dieses Milch-Schokoladen-Nutella drauf. Aber die Füller von Easy. 3 oder 4 Brötchen essen, ey. So, jetzt kommen wir zu dem Sandwich Maker Toast mit Aufstrich, Gemüseaufstrich, also Käse Light Aufstrich, ganz viel Nutella und jeweils komplett eine Scheibe Käse drauf. Also Käse und Nutella schmeckt ultra geil, Leute. Geil. So, da Rico natürlich auch Protein helfen muss, habe ich mir jetzt hier 400 Gramm den Lidl High Protein Pudding, No Sugar Pudding gegönnt. Und no joke, könnt ihr auch mal Lina fragen, die ist eigentlich die Feinschmeckerin. Mini Milk Schoko Flasty
Bei 200 Gramm kommen 1,5 Löffel rein und bei 400 Gramm dann natürlich 3 Löffel. Flasty, Milky, Mini Milk, Schoko hier rein. Und ich schwöre euch, es schmeckt wirklich, also wirklich 1:1 wie Monte. Wie Zott Monte. Das ist kein Scheiß, ne, Baby? Das war selber überrascht gewesen letztes Mal, ne? Ja. Hey, du musst ja mehr Begeisterung zeigen, wir verkaufen können. Ja, schmeckt sehr lecker. Es schmeckt so. Naja, genau. Ja, ich bin gerade konzentriert, ich habe Hunger. Ja, sieht man, dass du Hunger hast. Ja. Brauchst du Snickers, Baby? Ja, ja. Hab ich hier. Da? Peanut Butter schon. Und Leute, ihr wisst, ihr könnt damit 10% sparen. Wann sind nur Punkte im Trikot 10? Da ist das Ding, da ist es, no joke, Monte incoming, 40 Gramm Protein safe. Ja, Marlene und ich sind eingeschlafen, ich habe mal eben Peanut Butter Shop hier ausgepackt. Sie hat hier den Snickers hier am Start, wie hast du den rausgeholt? Easy mal. Den Snickers, High Protein, Riegel. Ist okay, aber nicht besonders. Ja, schmeckt halt wie Peanut Butter halt, ne? Mit Snickers. Ja. So, hier ist die Weihnachtskollektion. Hier ist ein Weihnachtskalender. Nicht lange warten, Freunde, sehr schnell vergriffen. Hier sieht auch richtig geil aus, so ein Peanut Butter Cup. Cupcake Flavors. Ein Schneemann, wie ist es? Und die restliche Weihnachtskollektion. Rico 10, Freunde. Jetzt ab zum Snackes. Müssen wir Flurry haben. Mm-mm. Doch, ne? Doch, komm. Abfahrt. Ab zu Mc's, da wird noch ein paar Bestellungen gemacht, die mir mit Nutella machen werden. Hab schon richtig Bock drauf. Mega Hunger. Vanilleeis. Also, einmal ein McFlurry mit Oreo bitte, Vanilleeis, ja? Keine Soßen. Außerdem. Einmal ein Double Chicken Burger Sweet Chili. Außerdem. Vierer Spicy Chicken Nuggets. Sechster. Ja, dann Sechser. Mit welcher Soße? Süß-Sauer. Und habt ihr auch McMuffin noch? Nochmal bitte? McMuffin? Ja. Ja, dann möchte ich einmal den Coupon haben. Ein McMuffin im Duo. Entschuldigung, Muffin habt ihr leider nicht. Dann sag doch nicht ja. Entschuldigung, tut mir leid. Moment, ich guck mal, was es noch so gibt. Ja, dann war's das. Dankeschön. 9,97 Euro am 1. Danke. So, Freunde, ich habe mir jetzt diese Chicken Dinger geholt. Und auf dem Bild von der McDonald's App sieht der Double Chicken Burger richtig groß aus. Das ist gar nichts. Also atme ich in 2 Minuten ein gleich. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier über die Chicken Picks die Chili-Soße rüber. Pass mal auf, Leute. Jetzt wird es aber hier krachen, Leute. Kommt jetzt noch Light Käse rüber. So. Jetzt machen wir. Jetzt machst du es erstmal in den Ofen, oder nicht? Ja, das kommt auch noch in den Ofen. Mit der Nutella. Klar. Die läuft dir doch weg. Das ist nicht logisch, ne? Nee. Ich dachte, du dippst die Chicken-Dinger da rein. Wieso machst du da Käse drüber? Ich wollte das schön mit der Gabel. Ich wollte das dann schön rüber klatschen. Okay, das muss man nicht verstehen, aber. Da verläuft jetzt gleich alles. Ja, lecker. Ein bisschen mehr. Zack, zack, so. Boah, ist das eklig, Alter. Das glaube ich auch, mal gucken. So. Und dann nehmen wir hier mal dieses Schoko. Ne, nehmen wir nicht. Wir nehmen nur Dossi. Nur Dossi. Da, kommt der Käse rüber. Da auch noch? Klar! Warum denn? Wegen der Sicherheit. Warum willst du alles mit Käse essen? Weiß nicht, ich sage alle Kirsche mir geil. So, dann nehmen wir hier noch Auvermartine. Auvermartine, Freunde. Du sollst hier nicht alles voll kleben. Hallo. Hi. Du kannst hier sauber machen, ne? Ja, genau. Männer machen nicht sauber. Doch?
Du schon. Das stimmt ja nicht. Doch. Nein, das ist fake. Das ist fake. Ich mach ein Video, wo du das Haus sauber machst. Habe ich schon gemacht. Von der Wolle online. Ich dachte, Männer machen kein Haus sauber. Ja, das braucht man auf. Aber bei der Kalorien-Challenge habe ich das Haus sauber gemacht, um Kalorien zu verbrennen. Kannst du ja jetzt wieder machen. Kannst du ja machen. Ich hab's nicht nötig. Ich auch nicht nötig. Doch. Fettgesicht. So. Du bist fett. Du machst auch Diät. Ich bin nicht fett. Hab ne. Schwere Knochen, ne? Ist doch alles gut. Genau, so. So, guck dir das mal an. Also schön ordentlich aus. Pfeffer drauf. Am Ofen reinigen. Mit Papier. Mit Papier, das ist Pappel. Das verbrennt doch nicht. Was denkst du denn? Mhm. Und halt hier Backpapier? Ja. Nee. Ja, also. Bin echt gespannt, Leute. Jetzt mach das hier sauber. Was denn dann? Mach ich jedes Mal, du Habelbrand 6000. Mach jedes Mal direkt immer so viel sauber, wie es geht. Nee, du mach's ganz, nicht. Doch, du weißt es ganz genau, dass ich das mache. Das habe ich vorher. Dein sauber machen ist immer. Es ist trotzdem weg. Ja, und immer noch dreckig. Du bist dreckig. Nein. Doch. Nein. Doch, alle sagen das. Finde ich nicht. So. Na. Guck, das ist doch kein Aufrollen. Ja, lass uns erstmal die sortieren, du Habelbraten. So soll ich jetzt jeden einzelnen Schnippel wegmachen. Nicht auf den das Boden. Das ist doch schlau, weil ich das so mache. Ne? So. So. Und jetzt ist fertig? So gut wie fertig, ja? Nein. So gut wie fertig. So. Dann, das macht man mit dem Messer. Tuch kann ich dafür brauchen. Ach ja. Von meinem Sponsor noch ein Spiel bekommen. Elder Scrolls Greymoor. Schwarze Herz von Skyrim. Oh, ich mal gleich mal die PS4 reinpacken und installieren, ne? So, Freunde! Double Chicken Burger mit Nutella und Aubergine, glaube ich. Hier sind die Chicken Picks. Hab hier nochmal drüber getan, nochmal auf Martine. Jetzt erstmal die Chicken Picks mit Käse überbacken, Nutella, dieses weiße Schokolade und auf Martine noch drauf getan. Ich schwöre euch, Leute, mit der Chili-Soße und Co. und Käse. Digga, das schmeckt echt gut. Also no joke. Hey, das gebe ich 9,5 Punkte von 10. Also no joke. Also das finde ich jetzt echt geil. Sweet Chili-Soße, weiße Schoko, Aufstrich, auf Martine und die Sweet Chili Cheese Picks. Schmecken richtig, richtig gut damit. Das ist no joke. Krank. Wie gesagt, Skala von 10. Nehme ich 9,5. Und Käse. Käse ist auch noch drauf, Leute. Alter, fuck. Oh, wie wunderschön das ist, Leute. Oh, shit. Kann ich mal probieren? Ein Stück? Ich darf das nicht mehr. Reicht dir? Hier, komm her. Mal sehen, was Baby dazu sagt. Nicht so viel. Nein, nicht so viel. Ist auch reingedippt. Mit Käse, Aubergine, Sweet Chili Soße. Kann sich echt geben, ne? Ja. Krass, Mann. Das ist okay. Dass das funktioniert. Und jetzt mal zu den Chicken Burger. Die Chicken Picks Kombination schmeckt geiler als der Chicken Burger Kombination. Ja. Also das finde ich nicht so. Allein schon wegen der Tomate, die hier drauf ist. Tomaten sind eklig. Gebe ich so 5,0. Chicken Picks Variante auf jeden Fall mal probieren. Safe. Chicken Burger. Freunde, was geht? Back from Cardio. 40 Minuten Aufwand. 5,5 Geschwindigkeit, 5,5 Steigung. Und dann nochmal 20 Minuten Ergometer, Stufe 8 geballert, war klitschnass, wieder 304 Kilo verloren Wasser.
Ich bin so ein fucking Wasserbüffel. Aber jetzt geht's weiter. Und zwar habe ich mir jetzt die Pink Pizza von Rock und Fischen geholt, die hat wenig Kalorien. Und da will ich eine Hälfte so belegen, wie ich das liebe und mag. Und auch mit der anderen Hälfte, wie es vielleicht eventuell schmecken könnte, wenn man da Nutella-Aufstriche drauf macht. Ja, ich bin gespannt. Ich werde hier gerade, oder ich mache hier jetzt gerade 300 Gramm Hähnchen fertig. Ich mache jetzt nicht einen Aufschnitt drauf, weil Aufschnitt hat so viel Salz. Und wenn ich Salz esse, zu viel Salz esse, nächsten Tag alles blau hier unten und einfach Wasserbüffel esse, fast versuche. Also wenn ich Salz, wie es geht, am Tag zu essen, höchstens 4-5 Gramm, nicht mehr. Und ja, dann machen wir jetzt erstmal die Pizza fertig. Hab noch mal Sweet Potato Pommes reingetan mit 1 Gramm Salz und Öl ein bisschen drauf getan. So, das werde ich dann überbacken mit Käse und Nutella. Ja, da bin ich gespannt drauf, wie das schmeckt. Ne? Nutella kann man nicht so gut verschmieren. Ich muss das wohl penetrieren mit 2 Sachen. Das ist irgendwie ein bisschen verteilen, irgendwie. White Chocolate, da habe ich auch irgendwie Bock drauf. Noch immer nice White Chocolate. So, kommt die Hähnchen drauf. Salami Light. Dann machen wir da oben drauf auch nochmal was. Und zwar Ovo Martine. Wenn schon, denn schon. Da wird hier komplett penetriert. Aber das verteilt sich ja, während ich das ja im Ofen habe. Heute aber nur so Tropfen drauf. Käse ruf, ab in den Ofen. Da ich ja so keine Schale habe wie Meckes oder so. Boah. Junge. So, hier haben wir jetzt alles. Die Pommes mit Nutella und verschiedenen Aufstrichen, Käse, Salami, Pizza, alles am Start. Bin gespannt, Freunde. Hier ist die richtige Pizza, wie ich mag. Das ist jetzt erstmal die Pizza mit Aufstrich. Ich glaube, hier sieht man das. So Fleisch und Nutella und Co. ist echt eine komische Kombi, Alter. Also, Salami und Aufstrich, nicht so nice. Hähnchen geht noch, aber Salami und Aufstrich nicht nice. So, müsst ihr nicht unbedingt machen. Empfehle ich nicht unbedingt. Also das schmeckt bis jetzt am schlechtesten von allen Nutella-Variationen. Das schmeckt sogar Döner besser. Weil einfach Salami für mich nicht passt, weiß nicht. Kommen wir jetzt mal zu den Pommes. Das kann man definitiv machen. Also die Pommes kann ich auf jeden Fall empfehlen mit Nutella Aufstrich. Oder halt anderen Aufstrich, mehr Aufstrich. Der Pizza gebe ich so 3,5. Die Pommes so 6,5. Ich habe keinen Hunger mehr auf die Pommes. Ich komme einfach nur noch auf meine richtige Pizza. Mit viel Protein, aber Protein muss ich auch noch safen am Tag. Und ich glaube einfach, ich kann den Aufstrich nicht mehr sehen. Das liegt vielleicht dieser daran, aber eine Mahlzeit kommt noch. Eine fruchtige, nutellareiche Mahlzeit. Da habe ich schon Bock drauf. Das wird man jeder von uns fertig machen. Bin gespannt. So, jetzt bereitet sich irgendwas Geiles hier vor. Bin gespannt. Was wird denn das, Baby? Hoffentlich was Leckeres. Hoffen wir es mal, ja. Jetzt kommt meins. Mein Tutila Molivia. Moin. Keine Ahnung, irgendwas gelabert, weißt du doch. Da will nur Müll. Müll. Und? Gut. Schon fruchtig auch? War eine super Idee von mir. Als letzten Abendsnack. Ne, Geier, Römer? Sitz! Auf jeden Fall ein leckeres Dessert. So, ich habe mir natürlich, um nochmal Protein zu safen, nochmal 200 Gramm Protein Pudding gemacht. Mit wieder Nutella drin und Früchten. Und jetzt probieren wir mal den
Malina, Kalina, also Früchte mit Nutella oder auch mein Aufstrich, was Kinderbueno oder Kokosnuss, egal was angeht, wird immer ultra geil. Können wir mal öfters mal machen als Nachtisch, ey. Da wird doch die Mikronährstoffe gesaved. So. Kommen wir zum Fazit. Also so einen Tag muss man nicht auf jeden Fall normal machen. Ich habe jetzt viele Sachen probiert. Döner kann man machen, muss man nicht machen. Am besten fand ich, ja, also muss ich echt sagen, so die Chicken Picks waren schon mega nice mit dem Käse überbacken und der Sauersoße und den Nutella-Aufstrich. Das hier gehört auch zu den Top Favorites, der Wrap mit Früchten. Pizza empfehle ich nicht, schmeckt gar nicht geil. Ich weiß nicht, was ich gegessen habe. Aber den Burger auf jeden Fall auch nicht empfehlen. Ja, ich habe ja in den Videos gesagt, wie Punkte ich was gebe. Oh, Frischkäse Toast, genau. Und so. Genau, ich habe ja im Video erzählt, wie viele Punkte ich von der Skala geben würde. Und von der 1 bis 10 Skala würde ich dem hier auch 9,5 Punkte geben. Was? Ja. Nur 9,5? Das ist doch gut. 10. Ja, mehr Früchte bräuchte ich dann. Mit Sternchen. Mehr Früchte. Ja, kannst du ja reinmachen. Ja, nichts mehr. Wenn du einen größeren Wrap hast. Ja. So, Freunde. Ich hoffe, dieses Video hat euch allen gefallen. Und Daumen nach oben geben, Freunde. Glocke aktivieren. Weiter im Fernsehen schauen und kommentieren. Und bis zum nächsten Video. Peace aus.